Also ich finde Clipfish ja besser. Nee, das ist mein Ernst. Ja, ich weiß einfach nur, was Clipfish heißt. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von hier, Daisy, der Mod von Arma 2, in der es ums Überleben geht. Und ja, wieder mit dabei mit dem Dennis. Hallo. Ah ja. Ja, wie geht's dir? Dennis, du bist ein guter Kumpel. Ne? Wie geht's dir? Brüder. Ja, und wir sind auf der Map Taviana. Und zwar auf dieser Map hier, ne? Taviana, ne, ihr wisst. Und ich bin hier in Bügelhof und Dennis ist ein bisschen da drüben in Boje. Und wir haben uns gedacht, wir treffen uns hier auf diesem Berg, aber davor möchte ich mich halt hier noch in der Stadt ein bisschen ausrüsten. Einfach nur, cause I can. Und weil halt einfach ganz gut, da hinten ist noch ein Supermarkt. Und los, Max. Okay, da kennt... Ja, ich hab, by the way, vorhin auf Facebook gepostet, dass wir Daisy aufnehmen, hier auf der Map, auf Taviana. Und hab auch den Server reingepostet. Also, wenn ihr dabei hättet sein wollen, dann hättet ihr uns auf Facebook liken sollen und um 15.34 Uhr dort aktiv hätte sein tun wollen, gemüsst. Ja, ich werde erstmal hier runterklettern. Ich habe mir gedacht, ich werde hier so einen schönen Aussichtspunkt erstmal suchen, dass ich die Aufnahme starten kann. Und jetzt gehen wir mal nach unten und gucken mal. Dennis, was ist dein Plan? Ich bin runtergefallen. Ich brauche noch 400 Meter. Ich stehe außerhalb. Alter, das ist jetzt krank. Okay, ja, weiter. Ich brauche noch 400 Meter bis nach Boje. Okay. Ja. Stimmt, du hast deine Map, ne? Das ist ja, glaube ich, ganz gut. Da kann man gleich das markieren. Richtig. Ne, ich bin, Alter, das sah gerade so krank aus schon. Ich bin, Alter. Das sah krank aus. Dennis ist übrigens jetzt ein Spacken. Ja, genauso wie seine Oma. Ja. Aber er halt auch, ne? So. Ja, wir sind übrigens Pete's Meat Faker. Richtig. Und Kong Faker. Ja. Und generell. Sind also, voll, ja, wir faken eigentlich alles. Wir sind auch YouTube Faker. Ja. Weil da hinten ist eine blaue. Steigen wir auf Clipfish um. Clipfish, Alter. Scheißzeit, Alter. Kann man da überhaupt Sachen hochladen? Also ich meine, als normaler Mensch, oder? Keine Ahnung. Weil da habe ich mir früher immer so DSDS-Scheiße rein. Ja, genau. Sowas gab's da auch. Ne, keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, aber ich bin da auch nicht so gut informiert. Wenn aber ich bin so der YouTuber, weißt du. Also ich finde Clipfish ja besser. Ne, das ist mein Ernst. Ja, ich weiß einfach nur, was Clipfish heißt. Übel schlecht. Da hab ich halt schon Zombie gesehen, was soll denn das? Was soll denn das hier? Erdbeerkäse, ja! Erdbeerkäse. Ah, mal quer durch die Stadt durchrennen. Ja, ich find's auch eben gut, wenn man irgendwie eine Karte hat von Anfang an, weil die bringt's echt. Ja, vor allem halt auf so einer Map, ne, also auf Tyrannus, da muss es jetzt nicht sein, weil da kennt man ja schon alles. Oder sollte man schon alles kennen. Aber auf Taviana beispielsweise, wo man halt irgendwie so das erste Mal spielt, ist es schon ganz gut. Ich find's irgendwie ein bisschen schade, dass dann manche Gebäude einfach übernommen wurden. Irgendwie aus ja, ich sehe ich auch gerade, ja, hier, beispielsweise, das ist in Tscherno, so eine Häuserwand, glaube ich. Bin gerade in so einer Kirche. Sieht okay. Genau gleich aus wie die in Tscherno. Na gut, ist halt ein Architekt, ne? So, dann würde ich sagen, rennen wir gleich mal straight zum Crunken House. Dort ist hoffentlich schon was gespawnt, aber ich glaube es mal nicht. So wie ich mein Glück. Sei mal leise. Da ist ein Auto. Ich höre ein Auto oder ein Motorrad oder so. Nice. Irgendwas. Das ist irgendwie ein Rasenmäher. Warte, ich guck mal, was ich damit auf sich hat. Vielleicht ist ja ein Rasenmäher. Ich nehme mal kurz noch die Bandage mit, Mann. Guck ich mal. Ich bin so gewieft. Ja, ich bin ein bisschen am Arsch. Hier ist irgendwie gar kein Zombie. Doch, bei mir sind Zombies. Kletter, schneller! Alter, weißt du, würde mich ein Zombie verfolgen, würde nicht erst gechillt meine Waffe wegstecken. Kannst du eigentlich mit deiner Waffe schon schießen? Oder musst du die... Ich höre eine Leiche. Das ist irgendwie voll schlecht, wenn man sagt, ich höre eine Leiche. Und ich hatte einen Zombie verfolgt, fick dich doch.
Früher ist man immer übel durch die Stadt durchgecrouched, mittlerweile gar nicht mehr. Ja, das ist. Einfach nur noch durchrennen. So, drei Bandagen, ein Blood Pack, Morphin und Painkillers. Killers? Schau mal leise, da schießt jemand. Boah, was geht denn hier, ganz ehrlich? Boah, da muss ich jetzt auf den Grund gehen hier, Alter. Das interessiert mich schon wieder. Alter, ich habe nur ein Bloodbag gefunden hier in dem Krankenhaus. Halt oben drauf zumindest. Okay, hier liegt eine Zombie-Leiche, der typisch im Eckhaus drin. Den hole ich mir jetzt. Hau ihn weg. Mit meiner G17. Ja, hast du irgendwie Schüsse gehört von der G17? Ja, oder war das eine Zombie-Leiche, eine frische. Frisch. Nee, aber ich meine, hatte der eine bessere Waffe als du? Ich weiß nicht. Ja, das sollte man wissen, bevor man sich auf ein Battle einlässt. Nein. Ich dachte, ich spreche mir jetzt die Beine, Alter, das wäre schön gewesen. Auf mich wird geschossen! Oh! Alter, auf mich wurde gerade krass geschossen. Also halt mit einer G17 natürlich, aber. Alter Verwalter. Auch eine Zombie-Leiche. Wenn der Typ hier ist, dann ist er in dem Raum. Oh, Alter. Okay, er ist nicht mehr hier. Aber oh, hier ist schon gut Food, Alter. Eine Pepsi. Oh, da schießt er wieder. Alter, wo ist der denn? Alter, der hat eine G17, glaube ich. Ja, so, ich hatte gerade auch mit einer G17 beschossen. Boah, der ballert hier aber rum wie so ein Gelähmter. Das heißt aber, dass der bald keine Muni mehr hat. Und vielleicht rennt er hier sogar hoch, um die Zombies abzustütteln. Das wäre natürlich perfekt. Wo ist denn der, Mann? Voll geil, da gibt es so eine Art Gerüst. Das ist so ein Baugerüst, da kann man hochklettern. Alter, ich hab grad mega Schiss. Ich auch, hier ballert irgendeiner rum wie so ein Gelähmter. Climb up ladder. Ich crouch gerade auf dem Feuerwehrdach rum. Wo war der denn? Tot? Nein. Who's the man in Boje? Hat gerade einer gefragt. Oh. Dann meint er wahrscheinlich dich. Ach was. Als ob. Lan. Schier. Ramela. Oh. Hey, da hat einer Mie geschrieben. Ja. Verwirrung am Start. Willst du dich verarschen? Duck dich auf die Knie. Oh. Da läuft er. Weiß nicht, was ich jetzt machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe, ich schieße auf ihn gerade. Ich glaube, ich habe gerade einen gesehen, der ist da hinten lang gerannt. Bin mir aber nicht sicher. Okay, ich glaube, es ist Sneaky Mode gefragt. Okay, ich verfolge gerade einen. Ich habe übel auf den geballert. Es schießt noch ein dritter. Auf dich? Nein, nein, nein. Ich baller gerade einen ab, aber der rennt jetzt in die Kirche. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich ihn erschieße. Okay. Komm, dreh dich um, du Fotze. Hab ihn, glaube ich. Ja, hab ihn gekillt. Nice. Ja, Dennis hat schon den ersten Kill. Boah, und die Enfield. G17. Nein! Nein! Da war ein Zweiter! Ach Mann! Egal, YOLO ist weg.
Lol, ich kann dich aborten. Ja, kannst du bestimmt gleich. Ach, Arschlecken! Jetzt abort. Egal, auf jeden Fall habe ich einem das Leben genommen. Mhm. Wo ist denn der zweite? Was laber ich? Wo ist denn der Typ jetzt hin? Lol, Lava. Ja, da oben ist, da ist, hier gibt's einen Vulkan irgendwo, glaube ich. Einen Vulkan. Einen Vulkakan. Machst du dich gerade lustig? Nee. Also wie ihr vielleicht schon bemerkt, ich guck grad hier. Stare Pole, what the fuck? Pole ist starer Pole. Styropor. Stare Pole. Guck mal unterhalb von da, wo ich bin, weil da ist eine Stadt, die heißt Starisat. Wer ist da auch Staripolet? Starisat. Sabisat. Warum gucke ich eigentlich nicht auf der Ingame-Map? Ihr weiß nicht. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich jetzt machen soll. Starre. Starre Sat. Alter, ich hab mega Schiss, dass der Typ da jetzt meint, mich wegsnackt. Also, das heißt Schiss nicht, aber ich weiß ja nicht, wo der ist, weißt du? Weiß nicht, wie heißt die Stadt, wo du gerade bist? Ich bin in Buvleo, oder wie das heißt. Also ganz rechts neben ja. Boje halt. Ich glaub, der ist einfach hin. Ist es weit? 1800 Meter. Das geht, ja. Machbar. Mhm. Kannst du kurz meine G17 droppen, damit ich die benutzen kann im Notfall? Kannst du auch einfach deinen Rucksack tun und wieder raus tun. Das geht auch. Naja, dann laufe ich mal, ne? Ja, ich bin jetzt in der Kirche drin. Ey, Alter, da ist irgendwo ein Spieler, ne? Also nicht wundern. Und bitte wegnehmen, wenn du einen siehst. Und aber davor sagen, wo du gerade bist. Nicht, dass du zufällig mich wegnimmst. Aber ich werde dir so nach und nach sagen, wo ich bin und dann. Ich werde überlegen, ob ich einfach jetzt hier in der. Also ich habe dabei nur noch 13 FPS, 22. Naja. Ich werde überlegen, ob ich einfach in der Kirche jetzt bleiben soll. Kann eigentlich in Leuchttürmen Türmen was spawnen? In Leuchttürmen? Ja. In diesen weiß-rot gestreiften? Nee, der ist weiß-grau. Blau-grau. Okay. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ich gehe da nicht.